Hallöchen und willkommen zurück bei Patricia im Hexen- oder im Geisterwald. Heute kämpfen wir mal wieder gegen Lux, der im letzten Kampf so ein bisschen ins Struggeln gekommen ist. Hätte ich den Burn am Ende des Kampfes bekommen, hätte ich gewonnen und er hätte sein Continue abgeben müssen, aber es war mal wieder, ja, der Pokémon-Gott war mal wieder nicht auf unserer Seite und dann kam die Ice Shard und dann war ich tot. Dennoch muss er jetzt nochmal ein Singles-Match gegen Patricia gewinnen, um Rot freizuschalten, um dann gegen die beiden Champions antreten zu können in den Halbfinal-Battles. Aber auch hier habe ich wieder ein neues Teammitglied und zwar ist der gute Boy da hinten. Oder, ja, beziehungsweise das gute Calamanero, a.k.a. Medusa, neu im Team, meine Freunde. Und natürlich auch ein paar Set-Changes, wie immer, einfach damit da ein bisschen mehr Action-Maction reinkommt und ein bisschen mehr Attacken Sinn machen, ne, und Sets und so. Da bin ich noch nicht ganz perfekt, da werde ich noch was ändern müssen, für vor allem das Tänzer-Pärchen sind mir zwei Sachen aufgefallen, aber ich würde sagen, ansonsten sind unsere Teams relativ gut ausbalanciert. Natürlich mit dem Nachteil, dass wir halt immer die Leads, dieselben sind, ne? So, okay. Lukas fordert uns heraus. Ich bin gespannt, mit was er leaden wird, mit was er reinkommen wird. Er hat wieder ein sehr cooles Team am Start. Mit Fruyal tatsächlich. Und ich glaube, das bestätigt so ein bisschen meine These, dass das Ding Scarfed sein könnte. Oh, warte mal, nee, stimmt gar nicht. Wir haben ja einen Z-Move gesehen. Warte mal, Majestät war, dass man keine Prio-Attacken einsetzen kann, ne? Aber er hat schon mal meine Matschbombe gesehen, oder? Oder hat er die irgendwie nicht? Also ich meine, ich habe Matschbombe auf Darkrai und Fruyal tankt. Keine Matschbombe? Fragezeichen? Ist es ein Bait? Hat der Spätstaff-Investment genau, dass er eine Matschbombe tankt und mich dann mit einem Superknuddler wegknallt? Oder wie sieht es aus? Habe ich eine andere Chance, mit Fruyal irgendwie zu handeln? Oder ich könnte zum Beispiel zu Yggdrasil rein. Da würde ich mehr oder weniger alles resisten. Oder zu Euphemia tatsächlich. Euphemia resistet auch Pflanzen und, ne, Dingensattacken hier. Ja, er scheint mir ein sehr guter Spieler zu sein. Deswegen wird er nicht mit Fruyal einfach gegen Darkrai leaden, im Wissen, dass ich eine Matschbombe habe. Das können wir auf jeden Fall mal so festhalten. Die Frage ist jetzt, was tue ich denn da an der Stelle? Das Ding ist halt, Fenix ist es sehr, sehr nicht bulky. Wow, was mache ich an der Stelle? Okay, ich gehe wirklich mal zu Yggdrasil raus. Einfach mal nur, um zu scouten. Das Ding ist, ich hätte einen Vorteil gegen dieses Teil. Aber es wird einen Grund haben, weswegen er damit leadet. Er ist nicht dumm, er hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Er geht für die Kehrtwende. Okay. Er denkt also wirklich, dass er im Darkrai outspeedet und dann für die Kehrtwende gehen kann. Oh, okay. Alright. Kriegt somit natürlich die Switch Advantage. Wird wahrscheinlich zu Galoppa reingehen. Die Frage ist dann, habe ich einen Switch in für Galoppa? Da sieht es dann schon wieder ein bisschen schlechter aus, meine Freunde. Aber Galoppa muss sich halt in den Move locken. Ich glaube nämlich stark, ich nehme sehr stark an, dass sie das Choice Band auf dem Ding hat. So, ja, mit dem Teil kann ich gar nichts gegen Taubos machen. Das ist halt so ein kleines Problemchen. Na? Was ist das bulkigste Pokémon auf der speziellen Seite? Ich habe da nicht allzu viel. Vor allem nichts, was danach noch outspeeden würde. Ich glaube, ich muss tatsächlich an der Stelle mein Pokémon down gehen lassen. Ne? Doof. Das finde ich nicht cool. Das finde ich gar nicht cool. Aber wiederum, Yggdrasil macht halt nicht viel gegen den Rest seines Teams. Ich meine, Pelipper macht mich mit einem Orkan weg. Gengar macht mich mit einem Spukball weg. Donphan kann einen Ice Shard raushauen und so ein Kram.
Ich gehe an der Stelle einfach für das Irrlicht? Fragezeichen. Ich gehe für ein Irrlicht. Fuck it, Alter. Scheiß drauf. Dann kriegt das Ding wenigstens, falls ich jemals was überleben würde, kriegt das Ding permanent ein bisschen Damage. Und die Kehrtwende, die es potenziell drauf haben könnte, macht gar keinen Damage mehr. Aber nope, er geht straight für den Orkan. Und das war's für Yggdrasil. Ja, jetzt brauche ich ein Pokémon, was das Ding tötet, ne? Jetzt brauche ich ein Pokémon, was das Ding erstens mal outspeedet und tötet. Ich glaube, auch Darkrai hat einen Speedtime im Megatauros. Kann das sein? Ich glaube, ja. Er hat halt immer noch alle möglichen Switch-ins für einen Donnerblitz. Ich will ja jetzt echt nicht mit Diva reinkommen. Ja, ich muss mit Darkrai ein bisschen pressuren, to be honest. Ich muss mit Darkrai ein bisschen pressuren. So, auch an der Stelle ist meine einzige Hoffnung, er ist sehr informiert, er hat wahrscheinlich alle Wi-Fi-Battles, alle Trial-Challenge-Battles gesehen, er kennt meine Sets relativ gut. Ja, der Junge, ne, weiß Bescheid, das Einzige, was ich tun kann, wirklich um ihn zu besiegen, ist ihn zu überraschen. Weil mit Skill und mit Team-Matchups und so, er ist mindestens so geskillt wie ich und seine Team-Matchups sind einfach unglaublich gut. Das bedeutet, der Überraschungsmoment ist das Einzige, was mir helfen kann. Und ich bete. Ich bete einfach, dass der Hexgott jetzt bitte nicht gegen mich ist. Und mich einfach durchlässt, bitte. Kannst du mich bitte durchlassen? Oh mein Gott. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke, dankeschön, my boy. Danke, danke, danke schön, my boy. Jetzt bin ich auf plus 1 Init mit Darkrai. Mein Gegner schläft. Mein Gegner schläft. Und jetzt wird's ernst. Jetzt wird's richtig ernst. Jetzt wird's richtig ernst. Und das ist der Grund, weswegen Darkrai in den U-Bahn ist. Und das ist der Grund, weswegen ich Darkrai in meinem Team habe, damit ich wenigstens noch den Hauch einer Chance habe gegen richtig, richtig gute Spieler. Und jetzt werde ich mal sehen, wie der Überraschungsmoment ihn zerfleddert. Ich outspeede ihn jetzt zu 100% mit Darkrai. Er könnte aufwachen und einen Orkan treffen und mich verwirren. Das wäre so Worst-Case-Szenario, aber er müsste halt rausswitchen. Ne? Die Frage ist, tankt sein Assault-Vest Donphan einen Hit? So, ich gehe für den Ränkeschmied. Ich bin auf plus 2, plus 1. Wenn er jetzt nicht aufwacht, hat er ein sehr hartes Problem. Er wacht nicht auf. Er wacht nicht auf. Und das... Das wird jetzt ekelhaft werden, Freunde. Ich bin auf plus 2. Soll ich greedy sein und nochmal für einen Hit gehen? Weil ich habe halt 120 Spätzdev und ich tanke definitiv besser einen Hit von dem Ding als von... Wobei, ich habe 101, 111 Dev. Also, ja, scheint gar nicht mal so unbulky zu sein. Das passt auf jeden Fall. Ich gehe für die Finsteraura. Ich outspeede auf jeden Fall, plus 2 nimmt das Tauboss auf jeden Fall raus. Darkrai ist ein fucking Monster und jetzt greife ich mal tatsächlich mit Darkrai an, Freunde. Jetzt greife ich mal wirklich mit Darkrai an und nehme ein paar Pokémon von ihm raus. So, der Überraschungseffekt ist auf jeden Fall da. Ja, Gengar ist auf jeden Fall Sash. Gengar hat auf jeden Fall Sash. Ich kann mit Darkrai flinchen. Maybe. Hexgott, maybe. Focus Blast, ne? Focus Blast drückt er. Nope, Zauberschein. Reicht nicht, oder? Nope! Ha! Got him! Dankeschön. Dankeschön, my boy. Matschbombe, Zauberschein reicht nicht. Jetzt kann er halt mit Donphan reinkommen und mich Eisschaden, ne? Gengar und Mega Tauboss rausgenommen. Oh mein Gott, Freunde. Diese Überraschung, glaube ich, hat ihm mächtig zu schaffen gemacht. Jetzt wird auf jeden Fall für den Ice Shard gehen. Die Frage ist, kann ich das zu meinem Vorteil nutzen? Will ich Darkrai an der Stelle sterben lassen? Ich kann mir gut vorstellen, dass er einen Ice Shard tankt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Russell meinen Hit tankt. Das bedeutet, ich würde... Ich würde jetzt eigentlich gerne rausgehen. Nö. Ich lasse ihn Darkrai nicht töten. Darkrai ist an der Stelle MVP. Ich lasse ihn Darkrai nicht töten.
Da kommt der Eissplitter. Hätte wahrscheinlich nicht gekillt, ich bin mir nicht sicher. Wobei, wenn ich mir den Damage schon ansehe, hätte es wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich sogar gekillt. Und ich gehe für den Kraftkoloss. Scheiß drauf. Medusa kommt rein. Medusa gibt keinen Fick auf Russell. Und Medusa boostet sich jetzt hier hoch. Und Medusa ist physisch defensiv. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin auf plus 1. Physisch defensiv. Bruder. Ja, kein Gengar mehr als Switchin. Das bedeutet, juckt mich nicht. Bruder. Und ich habe die Erholung im Set, ne? Ja. Also Medusa zerfickt gerade Donphan, aber des Todes übelst. Jetzt bin ich gespannt, was er gegen Medusa machen will. Ich meine, ja, Pelipper unter Umständen. Pelipper wäre schon an der Stelle das Beste, was er machen könnte, weil er resistet den Kraftkoloss. Er geht aber zu früh, Jal. Er denkt wirklich, dass der Z-Move reichen wird. Bin auf plus 2. Er trifft mich zwar sehr effektiv, aber es ist nicht Stab und ich bin komplett physisch defensiv. Okay, ich gehe auf die Erholung. Ich predikte jetzt einfach mal den Z-Move. Das darf er gerne tun. Danach wird es extrem schwierig für ihn zu gewinnen. Wenn ich das jetzt überlebe, wird es extrem schwierig für ihn zu gewinnen. Na. Let us see. Ich bin plus 2, komplett physisch defensiv investiert. Das ist kein Stab. Bruder! Oh shit! Oh, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Seine Moral ist gebrochen. Zuerst die Überraschung mit Darkrai, was zwei seiner Pokémon rausnehmen konnte. Und jetzt sogar noch Erholung Maronbeere. Ich bin auf plus 2, Brudi. Das wird sehr, sehr böse enden jetzt. Das wird unglaublich böse enden. So, er geht für die Kehrtwende. Das ist okay. Ich gehe auf jeden Fall nochmal für einen Kraftkoloss, um nochmal einen Boost zu bekommen. Ich outspeede zwar leider kein Pelipper und Pelipper wird mich wahrscheinlich rausnehmen. Aber ich wollte nicht für den Abschlag gehen. Abschlag hätte das Ding einfach okayed. Punkt. Aber ich lasse an der Stelle Medusa noch nicht sterben. Nö, das tue ich nicht, weil das Ding ist, ich habe immer noch Erholung und alles, ne? So, ich bin auf plus 3. Die Frage ist jetzt halt, was mache ich gegen Pelipper? Weil Pelipper ist halt so ein Pokémon, das macht mich schon ein bisschen kaputt. Wobei, ich habe Diva und Diva ist schon ein sehr großer Threat für sein Team. Ne? Doch. Ja, eigentlich bleib drin, Alter. Ganz ehrlich, ich bleib drin. Soll er mit Siedewasser mich töten? Aus der KP-Range könnte ich das vielleicht sogar noch tanken. Nope, im Regen natürlich nicht. Medusa ist tot. Aber okay, jetzt kann ich halt mit Diva reinkommen und richtig schön Druck aufbauen. Die Frage ist, will ich zu Diva oder will ich... Zu was gehe ich rein? Ja, doch, ich gehe zu Diva. Ja, auf jeden Fall. Ich outspeede mit Diva, ich treffe vierfach. Alles außer Donphan würde Schaden nehmen von diesem Donnerblitz. Die Frage ist, gehe ich für ein Gedankengut oder gehe ich jetzt für den... Wenn er zu Donphan rausswitcht, kann er halt nichts tun, ne? Ich meine, Eisschad juckt mich nicht, ein Erdbeben juckt mich ebenfalls nicht. Ich gehe straight für den Donnerblitz, Alter. Fuck it. Also, ich hätte für ein Gedankengut gehen können. Er geht wirklich zu Russell? Okay, wow. Bruder. Also, ne, so von wegen, ich hätte jetzt für ein Gedankengut gehen können, aber ja, habe ich nicht gemacht. Ich war zu wenig real. Ehrlich gesagt, juckt mich das nicht. Ich gehe mal für einen Spukball und guck mal, was er mir machen kann. Ich gehe einfach mal für einen Spukball. Ich weiß, er hat Assault Vest und alles, ist mega Spätstef investiert und alles. Oh, natürlich hat er einen Abschlag. Ich bin so ein fucking Trottel, Alter. Oh, das Match habe ich verdient verloren. Alter. Wow, ich habe den Abschlag vergessen. Ich bin so ein Opfer, Alter. Mann. Und ich habe gerade meine Win Condition sterben lassen, weil ich dachte, yo, mit Diva reiße ich das ganze Match. Hätte ich wahrscheinlich auch, aber nicht unter diesen Umständen. Ja, er ist speziell defensiv. Das heißt, alles, was ich jetzt tun kann, ist mit Downtown reinkommen und hoffen, dass dieser Hit ihn jetzt aus dem Leben knockt. Ja, Stoßflug. Fuck it.
So, der Eissplitter kommt, um noch ein bisschen Damage zu drücken. Ne? Ich gehe jetzt straight für den Sturzflug. Hoffe, dass es reicht. Und es reicht gerade so nicht. Ich gehe für den Ruheort. Er kann jetzt für den Eissplitter gehen. Das juckt mich aber nicht. Ich werde mich wieder hochroosten. Das Problem ist halt, Frujal wird keine Tiefschläge akzeptieren. Frujal ist so eine Majestät. Die juckt halt so einen Tiefschlag null. Kann Frujal noch eine andere Fähigkeit haben, die irgendwie relevant ist als Majestät? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Schauen wir mal, Galoppa kommt rein. Er denkt sich wahrscheinlich so, yo, das Ding brauche ich noch. Und deswegen will ich Galoppa sacken. Ist Galoppa schneller als Downtown? Wahrscheinlich, ne? Galoppa ist, ja, doch. Galoppa ist schneller. Galoppa ist definitiv schneller. Ja, gut. Aber Galoppa sackt, also lockt sich auch in einen Move rein. Die Frage ist, Downtown, was macht Downtown noch gegen sein Team? Relativ viel, ne? Nee, ich muss mit Downtown angreifen. Ich hau noch einen Tiefschlag raus. Danach kann ich mit allem revengen. Ja, da kommt der Stromstoß. Der wird so viel Damage machen. Ich hoffe, dass der Recoil reicht, um das Galoppa rauszunehmen. Weil ich kann mich nicht mehr wirklich... Nein, natürlich nicht. Ich kann mich nicht mehr wirklich aufsetzen. Sein blödes Pelipper sitzt halt immer noch da, ne? Aber ehrlich gesagt kann ich zu Darkrai und kann relativ gut finishen. Ne? Ich habe halt noch Darkrai und Darkrai war von Anfang an meine Win Condition. Ich gehe mal auf die Matschbombe, falls er zu Frujal switcht, oder? Das ist ein relativ safer Kill. Ja, er bleibt drin. Er bleibt auf jeden Fall drin. So, ich zeige ihm die Matschbombe. Oh, nice, ein Crit. GG. Der Hexgott ist auf meiner Seite. So, es hört auf zu regnen. Das Ding ist, ich habe noch einen Euphemia mit Feuerattacken. Und ja, er kann jetzt einfach wieder den Regen bringen. Er wird den Regen bringen. Und die Feuerattacken werden halt, abgeschwächt, ne? Das ist so ein kleines Problemchen. Ja, ihr seht, sogar mit einem Uber-Pokémon werden die Kämpfe ziemlich krass und schwer und spannend. Und vor allem ohne dieses Ding, ne, das ist ja der Witz. Eigentlich hat man Tiers gemacht, damit die Kämpfe irgendwie ausgeglichen werden und damit die Kämpfe spannend werden. Und nicht damit einer einfach krass gewinnt und der andere krass verliert. Okay, wenn ich jetzt einen Uber mitnehme und der Kampf spannend wird, so wie jetzt, sollte das eigentlich die Leute freuen, weil das ist genau das Ziel von Pokémon-Kämpfen und von diesen Tiers, ne? Hätte ich Darkrai das Uber nicht mitgenommen, dann wäre es einfach ein Lappen-Battle und dann wäre er mit Gengar und Megataubos einfach durch mein Team gegangen. Versteht ihr? Und das ist halt der Grund, weswegen ich den Hate nicht verstehe. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, er geht für ein Erdbeben. Er hat mich gebaitet, oder? Wenn er für ein Erdbeben geht, dann ist er der bessere Spieler und gewinnt. Du Hund, Alter! Du verdammter Hund. Ich habe zu viel gelabert. Ich hätte mir überlegen sollen. Wow. Du Hund. Tja. Jetzt ist die Frage, überlebt Darkrai einen Splitter? Wir werden sehen. Meine Death ist relativ on point. Oh Gott, ja, er ist super. Er spielt super. Er prediktet mich überall. Aber Darkrai ist zu bulky. Ja, das war ein massiver Missplay. Erstens hätte er es überlebt. Zweitens
hätte er das predicten können. Das war ein massiver Missplay meinerseits. Aber, durch die Überraschungen, Freunde. Genauso wie ich es gesagt habe. Er ist skilltechnisch mindestens so gut wie ich. Und er konnte sich auf meine Teams vorbereiten. So. Die einzige Chance, wie ich gewinnen kann, ist mit Überraschungseffekt. Und das hat Darkrai in diesem Battle eben bewiesen. Okay? Und das ist der Grund, weswegen Fruyal gerade down geht. Alter. Darkrai hat in diesem Match so unglaublich viel gemacht. Das muss man wirklich mal zuschreiben. Jetzt ist die Frage. Töte ich das Bellipper? Theoretisch von der Range würde ich sagen, ja, weil Darkrai ist halt ein fucking Darkrai. Es ist sehr stark. Finsteraura ist Stab. Ich outspeede. Und ich würde behaupten, das war ein Crit. Ich glaube nicht, dass der gemeddert hat. Es ist ein Darkrai. Aber wir gewinnen mit einem Pokémon und 11 KP. Lux, Digga, mega krass predicted. Echt, also das am Ende, ich wusste, oh shit, now he fucked up. Ich wusste ganz genau, dass du mich predicten wirst, weil du einfach ein guter Spieler bist. Unglaublich gut gespielt. Ein unglaublich cooles Team. Ihr seht, man braucht keine allzu krassen Pokémon, um hier durchzukommen. Wenn man sich vorbereitet, dann ist es kein Problem. Dann ist auch ein Uber kein Problem. Außer eben, wenn das Uber dich überrascht und dein halbes Team wegsweept. Ne? Und dann kann es sein, dass du eben gewinnst. Also, der einzige Grund, weswegen ich gewonnen habe, meine Freunde, ist, weil ich ihn mit Darkrai überrascht habe. Ich habe das Set geändert. Ich habe Darkrai zum ersten Mal wirklich komplett eingesetzt und seine Macht demonstriert. Und das war der einzige Grund, weswegen ich gewonnen habe. Okay, weil ich den Überraschung... Nicht, weil Darkrai ein fucking Uber ist. Nein, weil ich eine Strategie verwendet habe, die er nicht kannte. Er hat Darkrai schon mal gesehen, schon öfters in all den Battles. Und er hat noch nie den Z-Move gesehen, den ich auf Darkrai jetzt spiele. Und das, und nur das war der Grund, weswegen ich mit Darkrai überhaupt irgendetwas machen konnte. Okay, der Überraschungsmoment. Ansonsten hätte er dieses Match gewonnen. Er hat auf jeden Fall jetzt ein Continue weniger, aber er lässt sich definitiv nicht davon aufhalten. Er wird zurückkommen und er wird mich wegbatzen. Das weiß ich jetzt schon, so gut wie er spielt. Mal schauen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Lasst einen Daumen da, wenn euch dieses spannende Battle gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal hier bei der Trial Challenge. Wahrscheinlich wieder bei Patrizia.